Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Herausgeber des Extra-Magazins und sitze hier mit Herrn Professor Weber. Wir haben uns im ersten Teil schon über Finanzwissenschaft und Finanzforschung unterhalten. Und in dem zweiten Teil möchten wir über sein Buch sprechen, Genial einfach investieren, und mal gucken, welche Erkenntnisse der Verhaltensforschung, sogenannt Behavioral Finance, wir daraus ziehen können. Herr Professor Weber, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Für Ihre Zeit. Sie sind der Experte auf dem Gebiet Behavioral Finance. Vielleicht können Sie uns noch mal kurz erläutern, wie man diesen Zweig einordnen kann, was sich denn dahinter verbirgt. Also die normale Finanzwirtschaft beschäftigt sich ja mit dem Verständnis von Kapitalmärkten, wie Leute in Kapitalmärkten agieren und wie Firmen Kapital an diesen Märkten aufnehmen. Und da wird aber immer ein Menschenbild zugrunde gesetzt, dass ein rational agierender Investor oder Firmeneigentümer oder wer auch immer ein rationaler Mensch ist. Und jetzt hat man eben erkannt, dass die Leute nicht so rational sind, wie man das in der Theorie voraussetzt, sondern sich mal irgendwie spontan verhalten, ein bisschen irrational verhalten. Und die Auswirkungen dieses Verhaltens auf Märkte und auf Haushalte, das untersucht meine Behavioral Finance. Können Sie da ein Beispiel machen, vielleicht, was Ihnen da besonders... Ja, gucken wir, wie so ein normaler Investor ist. Ein normaler Investor ist völlig klar, was der machen sollte. Der soll so eine Buy and Hold, also kaufen und halten Strategie. Wenn man Geld übrig hat, dann kauft man mehr. Wenn man Geld benötigt, dann verkauft man was. Man passt vielleicht ein bisschen was an inzwischendurch. Aber die Leute handeln also viel zu viel. Die Leute haben dieses Bedürfnis, was zu machen. Wir verstehen das heute psychologisch auch, warum. Das ist besser, aktiv zu sein. Man denkt, man kann das besser. Man hat eine asymmetrische Wahrnehmung von den guten Dingen, die behält man, die schlechten Dinge vergisst man und so weiter. Also sind alles Sachen, wo wir verstehen, was die Leute machen, obwohl es nicht richtig ist. Und mit Behavioral Finance kriegen wir den Zusammenhang hin. Und zusätzlich können wir vielleicht noch Methoden entwickeln, um den Leuten zu helfen, zum besseren Anleger zu werden. Da gibt es auch das Beispiel mit dem Autofahrer. Jeder denkt immer, er ist der beste Autofahrer. Das ist das ursprüngliche Studie von Svensson aus Schweden. Der schwedische Autofahrer befragt, zwei Drittel der Leute fahren besser als der Durchschnitt. Bei Amerikanern ist es noch deutlich mehr, was aber wohl nicht sein kann. Wir haben eine Studie gemacht, wo wir im Online-Broker auch die Leute gefragt haben, könnt ihr besser investieren als der Durchschnitt? Antwort: 65% waren besser als der Durchschnitt. Wir haben Investmentbanker gefragt, seid ihr besser als die anderen im Saal? Das ist fast 90% waren besser oder gleich gut als die anderen. Ja, das sind natürlich viele Alpha-Tiere. Ja, klar. Im Buch haben Sie auch verschiedene Prinzipien genannt, die Anleger bei der Geldanlage beachten sollen. Ein paar haben Sie ja schon angesprochen. Können wir da vielleicht nochmal so eine Zusammenfassung machen und vielleicht den einen oder anderen herauspicken, wo Sie sagen, das ist besonders wichtig? Also die Kernsache ist, man will natürlich möglichst viel Rendite haben und möglichst wenig Risiko eingehen. Und um das Risiko, möglichst wenig Risiko einzugehen, ist es am besten zu streuen, die Risiken zu streuen, also zu diversifizieren. Also erste Regel, diversifiziere. Zweite Regel, habe ich schon angesagt, handel nicht so viel. Und die dritte Möglichkeit ist die Kosten. Dritte Sache ist die Kosten. Man soll eben wirklich darauf achten, dass die Kosten möglichst gering sind. Es gibt tolle Studien, die zeigen, 1 Euro Kosten ist 1 Euro weniger für uns. Ist eben nicht so, wie vielleicht bei der Wurst oder bei anderen Sachen, dass die Sache, die mehr kostet, auch besser ist. Das ist in der Regel nicht der Fall. Und man muss die Kosten einfach vermeiden. Wenn man mit diese drei Sachen hat und dann ab und zu das ausgleicht, dann ist man eigentlich schon ziemlich weit. Ich glaube, im Prinzip ist es ein Grundvorteil von Investmentfonds. Ja, man hat automatisch eine breite Streuung. Man handelt nicht so viel, weil man nicht die Einzelwertentscheidungen selber trifft als Anleger, sondern sozusagen das delegiert an einen Fondsmanager oder an den Fonds. Und die ETFs sind sozusagen jetzt diese Krönung von dem Ganzen, weil ich da niedrige Kosten habe, ich habe die breite Streuung, ich habe weniger Handelskosten. Ist das der Grund für den Erfolg von ETFs oder auch Indexfonds? Also die Frage ist, Sie können die Indexfonds und ETFs ja auf zwei Sachen benutzen. Die erste Sache ist, Sie können sie zum Handeln quasi anstelle einer Aktie benutzen, wenn Sie einen ETF auf Burma haben oder wie es heute auch Vietnam gibt es ja. Und dann damit handeln, das heißt den ETF als Spekulationsobjekt, das ist die eine Sache und die andere Sache ist als Anlageprojekt. Und das Anlageobjekt ist eigentlich der vernünftige Anlage, weil man, Sie sprachen von der Krönung, weil man eben Märkte abbildet und das ist das, was
man idealtypisch nach der Forschung entsprechend sagen machen sollte. Wir kommen nachher nochmal drauf, weil Sie haben ja den Arero-Fonds auch gegründet, der ja im Prinzip sozusagen diesen Tipps und Leitfäden ja folgt. Und da haben Sie jetzt eine Direktreplikation gemacht. Da sprechen wir aber nachher nochmal drüber. Das ist ja wahrscheinlich dann auch tendenziell eher mehr so eine operative Entscheidung gewesen, das dann umzusetzen. Was mir auch noch gut gefallen hat, war das Thema Risikowahrnehmung und Risikoeinstellungen, weil das ist pure Psychologie, würde ich mal sagen. Wie können Anleger sich mit dem verfügbaren Wissen, dass man sich wahrscheinlich selbst überschätzt und dass man bei der Anlage in viele Fallen treten kann, wie kann man bei dem Thema Risikowahrnehmung und Risikoeinstellungen eine Hilfestellung geben? Also Risikowahrnehmung besagt, dass wir selbst, wenn wir mit Risiken konfrontiert sind, uns eine Einschätzung über das Ausmaß des Risikos bilden. Also die Frage ist es, wie riskant ist es, in den DAX zu investieren? Wie riskant ist es, Fahrrad zu fahren? Wie riskant ist es, Flugzeug zu fliegen oder sowas in der Richtung? Und da haben viele Leute bei der Risikowahrnehmung über Investmentalternativen eine falsche Einstellung. Die sagen, wenn ich im Aktienmarkt investiere, kann ich alles verlieren. Das kann ich, wenn ich auf eine einzelne Aktie setze. Wenn ich aber breit diversifiziert, ist es praktisch unmöglich. Mhm. Und auch in den ganzen Kriegen und alles sind die Leute in den Aktieninvestment gut weggekommen. Das heißt, es gilt, diese Wahrnehmung des Risikos erzieherisch zu schärfen, wo es tolle Mittel heute gibt im Netz, wo sie sich so Sachen simulieren können. Wir haben auf der Uni-Webseite behaviorfinance.de einen Risikosimulator, wo man sich das angucken kann. Mhm. Andere Firmen bieten das an. Viele, also gerade die Idee, dass man den Leuten helfen will, das Risiko korrekt wahrzunehmen und sich eine Meinung dazu zu bilden. Das ist Risikowahrnehmung. Der zweite Punkt ist die Risikoeinstellung. Da ich sage, ich habe das Risiko jetzt verstanden, bin ich bereit, es zu tragen. Es kann ja sein, dass ich einsehe, wie riskant der DAX ist, aber dass ich dann sage, nee, das will ich nicht. Ich mache mich krank. Dann ist das eine Risikoeinstellung, dann darf ich nicht investieren. A, wichtig, Dinge auseinanderzuhalten. Und vielleicht seine Risikoeinstellung auch mal zu hinterfragen, ob das wirklich so toll ist. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, und das merken wir auch aus bestimmten Kommentaren, wieder auch auf Facebook, wo viele junge Leute vor allen Dingen unterwegs sind, die sich vielleicht ganz neu mit dem Thema Aktienanlage beschäftigen. Und die sind halt, die sehen, die fangen Aktien, Apple und so weiter, Facebook, die alle die ganze Zeit nur steigen und traumhafte Renditen erwirtschaften und haben natürlich so ein bisschen das Gefühl, das ist immer so. Das ist es ja nicht so, das wissen wir. Die Märkte gehen auch mal nach unten, es gibt auch andere Phasen. Wie geht man dann in so einer Situation um, wenn man es aber vom Grundsatz her meint und ich habe eigentlich eine hohe Risikokapazität, ich bin schon bereit, Risiken einzugehen, weil ich habe alles in Aktien, aber mit der Erfahrung, dass diese Apples dieser Welt nur gestiegen sind. Wenn sich dann der Markt ändert und plötzlich die Risikoeinschätzung sozusagen sich als falsch herausgestellt hat. Risiko ist das Tolle, dass Risiko ja nach oben und nach unten geht. Ne? Das heißt, wenn ich sage, ich bin bereit, Risiken einzugehen, das sind es eben nicht nur die Risiken nach oben und nach unten. Und bei Facebook gab es gerade in der kürzeren Vergangenheit, haben die an einem Tag mal 100 Milliarden verloren an Marktkapitalisierung. Und es gibt wunderbare, tolle Sprüche, what goes up must go down und so weiter. Und das ist gerade, man wird entschädigt, für das Tragen des Risikos und Sachen, die immer nach oben geht, gibt es nicht. Punkt. Ja, so einfach ist es. Das ist ganz einfach. Ja. Denn wenn es die gäbe, was würden wir denn machen, wenn wir wüssten, diese Aktie geht immer nach oben? Ich wäre vor Ihnen bei der Bank und würde einen Kredit aufnehmen, die Aktie kaufen und wäre in kürzer Zeit wäre ich noch reicher. Das ist halt immer dann so dann letztendlich eine Timing-Frage, aber Timing ist ja auch... Wenn ich es wüsste, wäre ich schlauer. Ne? Ja, aber es ist ja auch nicht zu schaffen. Sie haben bei einer Aussage auch gesagt, dass sich Anleger besser mit dem Marktdurchschnitt zufrieden geben sollten. Ist es dann sozusagen die Lösung, passives Investieren, breit gestreut? Also das Marktdurchschnitt und Diversifikation ist... Das Wort Durchschnitt ist einfach schlecht, genauso wie das Wort passiv ist ein Werbefehler der Industrie. Man hätte das anders anfangen müssen. Intelligent investieren. Oder wir nennen es deswegen bei uns perfekt passiv, um ein bisschen was in die Richtung zu machen. Der Durchschnitt ist psychologisch unattraktiv, aber ökonomisch die richtige Sache. Man muss sich dann eben damit auseinandersetzen. Ne? Wenn man es nicht will,
dann kann man immer noch so kleine Hilfestellungen machen. Ne? Man kann immer noch das meiste seines Portfolios passiv investieren und dann eine Aktie vom Nachbarn kaufen oder sowas, das ein bisschen Aufregung ist. Ja. Da macht man zwar nicht alles richtig, aber sehr viel. Aber man muss wirklich diesen Spruch, was wir am Anfang gesagt haben, so Gefahr erkannt. Man sieht seine psychologische Falle. Das ist ja das Thema in unserem Buch. Und wenn man die erkannt hat, kann man sie vielleicht dann auch ein bisschen in den Griff bekommen. Genau. Jetzt in das letzte Kapitel fand ich auch ganz interessant. Das Thema war: Maximieren Sie Ihr Lebensglück, weil das ist ja so ein ganz weicher Begriff. Ja. Wenn man da durchs Buch sich blättert, dann kommen Fakten, 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 Tabellen, Zahlen, Grafiken und dann maximieren das Lebensglück. Wie meinen Sie das? Das Lebensglück ist weniger so, wie man es jetzt verstehen würde. Wir sagen dann in dem letzten Kapitel, man muss nicht die einzelne Entscheidung sehen und den Zeitpunkt, sondern muss wirklich ein bisschen über das Leben denken. Das heißt, die wirklich spannende Frage bei der Anlage ist ja für mich, wie viel muss ich jetzt sparen? Auf wie viel Konsum muss ich jetzt verzichten, um später was zu haben? Das heißt, um so ein ausgewogenes Konsumverhältnis über das Leben haben, da muss man sich ein bisschen Gedanken machen. Das ist die wirklich große Herausforderung. Würden Sie sagen, dass man da mehrmals im Jahr drüber nachdenken sollte oder reicht da einmal? Weil viele machen ja so zum Jahreswechsel Rebalancing und passen das so ein bisschen an. Also ich würde es nicht zum Jahresende machen, weil da andere Sachen sind. Ich würde mir einen Tag im Kalender ankreuzen, ich schlage den 17. März vor und mir das dann machen. Ne? Also ich nenne das institutionalisierte Reflexion, dass man sich irgendwie einen Tag ausnimmt und dann die Sachen anguckt, bin ich noch ordentlich diversifiziert. Aber nicht nur das, eben auch dieses Kapitel, dass man sagt, hat sich meine anderen Erwartungen geändert? Also bin ich zum Beispiel leider krank geworden oder habe ich das Rauchen aufgehört und habe eine gewisse Chance, länger zu leben? Das heißt, ich müsste mehr sparen. Wenn Sie aufhören zu rauchen, müssen Sie mehr sparen, ne? Weil Sie länger Geld benötigen und so. Also solche Dinge oder hat sich meine Beziehung verändert oder dass man sich irgendwie so sieht, dass die anderen Faktoren, die finanziell wirklich wichtig sind, ob die noch dieselben sind oder ob ich meine Finanzstrategie ändern muss. Das kann man auch alle 2 Jahre machen, ne? Aber in dem Zeitraum sollte man das machen. Ja, aber man sollte auf jeden Fall ein paar Jahre vorausschauen. Kann auch sein, dass man ein Kind bekommen hat. Ja, und dann muss man ja auch das irgendwie ins Leben einbauen sozusagen und das gestalten. Ja, hat ja auch alles Konsequenzen. Kann ich vielleicht als Tipp noch geben, Sie hatten nämlich kürzlich, das war der letzte Band, glaube ich, oder vielleicht der vorletzte Band mit dem Entsparen im Alter. Da haben wir auch ein Webinar mal dazu gemacht, auf Basis dieses Papers, was Sie auf der Webseite behavioral-finance.de veröffentlicht haben. Das fand ich auch super spannend, weil die Kernfrage wird ja da beantwortet. Wenn ich jetzt im Alter bin und habe vielleicht aus einer Versicherung oder sonst irgendwoher plötzlich einen Immobilienverkauf, einen Kapitalbetrag zur Verfügung, wie muss ich denn den eigentlich anlegen und wie kann ich denn das Geld eigentlich entnehmen, damit ich nicht... Das ist ein Thema, das immer wichtiger wird, weil wir treiben die Leute im Moment alle ins Sparen rein, ist ja wunderbar. Und dann sind die Leute 67, haben ein paar hunderttausend am Konto und sagen, was mache ich jetzt? Genau, ich weiß perfekt, wie ich sparen kann, aber ich weiß nicht, wie ich es ausgeben kann. Ja. Nee, das fand ich super spannend und bei uns ist so, wir haben im Prinzip 3 Lesergruppen, die wir identifiziert haben. Die eine Lesergruppe, das sind eher Jüngere, die jetzt eben Vermögensaufbau, Familienplanung und da geht es eher wirklich um das Sparen, also wie soll ich mich verhalten beim Sparen. Dann haben wir eher die Leser, die haben schon ein bisschen Geld und suchen eher alternativen Anlagemöglichkeiten. Da geht es dann auch eher darum, wie baue ich ein Portfolio zusammen, wenn ich es selber machen will. Und eben dann die dritte Gruppe, ich habe schon Geld, ich bin in der Rente, was mache ich denn jetzt damit? Und da hat das nämlich perfekt reingepasst. Und was auch perfekt reinpasst, ist ja eigentlich Ihr Arero-Fonds. Und den schauen wir uns jetzt nämlich im dritten Teil an, wie der genau funktioniert und welche Änderungen es da eben gab. Freue ich mich schon drauf. Und Sie sind natürlich herzlich eingeladen, uns im dritten Teil zu folgen. Vielen Dank.